Willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. Wir sind hier wieder in Havanna, haben beim letzten Mal einen irgendwas mit Blitz getötet gehabt, da er extrem gutes Holz bewacht hat für den Schiffsbau, das wir jetzt benötigen. Und dann können wir den Typen jetzt Bescheid sagen, ja, ihr könnt euch das Holz holen, wir brauchen ein Schiff. Los geht's. Wow! Ihr habt das beste Holz in Nias Wald ausfindig gemacht? Ah, da helfe ich euch gern. Es ist uns Schiffszimmermännern eine Ehre, Holz aus seinem Wald zu benutzen. Wir kümmern uns um das Fällen und den Transport. Während ihr unterwegs wart, haben wir bereits die nötigen Vorbereitungen getroffen. Ei! Auf geht's, Leute, packen wir's an. Holen wir uns massig Holz aus Nias Wald. Immer aufs Schiff gespannt. And just like that, Evan had found himself the finest boat builders in all the land, and some timber worthy of their expert attention. Eager to get to work after their recent ordeal, the men of Capstan set about putting together a ship fit for a king. And before long, a magnificent vessel that no wave could hope to topple was all but ready to set sail. Naja, schick ist es nicht gerade. Blimey! Naja, sieht echt klasse aus. Ja gut, kann man sehen, wie man will, aber ich fand es jetzt nicht so atemberaubend. Damit sollten wir endlich nach Quastenfloss aufbrechen können. Alright. Hey Evan, ich werde dir in dein Land folgen. Naja, wenn es recht ist. Dein Auftrag war eine klasse Herausforderung und ich würde gerne mehr davon in Angriff nehmen. Außerdem muss doch jemand euer Schiff instand halten, oder? Stimmt, niemand wäre dafür besser geeignet als du. Du bist in Minneapolis herzlich willkommen. Ein Glück, ich hab's nämlich schon dem Boss gesagt. Wäre ziemlich peinlich gewesen, zurückzurudern. Yay. Wieder ein neuer Bewerber. Na dann, Leinen los! Moment, Kommando zurück! Erst muss die Steuerung noch justiert werden. Flippin' it! Was? Heißt das, wir können nicht sofort loslegen? Entschuldigung, aber da kommt ihr nicht drum rum. Dafür bringe ich euch das Schiff sozusagen bis vor die Haustür, sobald ich damit fertig bin. Dauert auch nicht lang, versprochen. Keine Sorge, wir haben genug zu tun. Genau. Kehren wir erstmal nach Hause zurück und besprechen unsere weitere Strategie. Alright! Yay! Außerdem könnt ihr mal gucken, wir haben glaube ich schon wieder Haufen Zeug in der Königskasse drin. Was ist Quastenfloss eigentlich für ein Land? Außer den Namen habe ich noch nie etwas davon gehört. Quastenfloss ist ein Land mit einem Meer. Regiert wird es von einer Königin namens Nereda. Er scheint für seine Fischgerichte bekannt zu sein. Blimey. Oh, du bist gut informiert. Das haben meine Recherchen im Archiv ergeben. Das Abkommen ist zwar mein Hauptanliegen, aber ich muss auch lernen, wie man ein Land regiert. Dafür ist der Besuch anderer Länder sicher hilfreich. Ein löblicher Vorsatz. Hey, jo. Zieh dir mal was an, Mann. Evan, euer Schiff ist fertig. Es liegt, wie abgesprochen, an der Küste vor Anker. Du kannst jederzeit ablenken. Yes! Danke, Matthias. Auf geht's, nach Quastenfloss. Aber erstmal schauen wir wieder hier in die Königskasse. Toll, jetzt muss ich wieder bis da. Na gut, so weit ist es nicht. War hier nicht mal eine Klippe gewesen? Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Egal. So. Unser eigenes Schiff, jawohl. Da freue ich mich wie Wolle. So. Seht ihr mal, wir haben schon wieder 5000. Da können wir eigentlich jetzt, glaube ich, Dings ausbauen, ne? Die Königskasse, kann das sein?
Wartet mal, ich schau mal eben. Bisschen schneller. Zack. Tatsächlich, ich kann es endlich erweitern. Jawohl. Was brauche ich jetzt? 10.000. Kriegen wir auch schnell zusammen. Ist jetzt nicht so das Problem. Schiff hat er was gesagt. Irgendwo war doch hier was mit einem Schiff. Jetzt muss ich bloß nochmal schauen, wo. Das war doch hier drüben, glaube ich. Freilichtbühne spielt Musik. Dimensionslabor, Eiche, Kiefer. Bazar. Bazar. Fischmarkt. Hier. Lauteste Institute. Einrichtung bauen. 3.800. Toll, hab ich nicht. Oh, da fehlen uns jetzt... ja, knappe 500. 500? Ja. Na gut, das kriegen wir eigentlich schnell voll. So ist nicht. So, jetzt schauen wir mal hier kurz bei die Talente. Wir hatten ja, wie gesagt, immer 9. Ich habe auch sogar jemanden, den ich nicht zuordnen kann. Das ist die hier. Momentan. Technischen Institut. Warte mal, Technisches Institut? War das jetzt nicht das Schiffsding? Mal kurz gucken. Nee, nautisch. Gesellig. Habe ich irgendwas Technisches? Ich weiß es gerade gar nicht. Pavillon. Hm. Gute Frage. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich überhaupt was Technisches habe. Zum Wohl. Goldfischmarkt. Da. Hobbygarten. Das ist alles nichts Technisches. Das ist alles bloß hier Landwirtschaft teilweise. Hm. Doch hier, warte mal. Technisches Institut. Wie viel brauche ich dafür? Boah, 4.500. Ich glaube, da werden wir in der nächsten Folge mal hier wieder reinschauen. Wo haben wir denn jetzt? Ich habe es schon wieder vergessen. Hier. So. Hey. Theoretisch müsste man jetzt genug haben. So. Kurz gucken. Ja. Genau. Dann können wir das jetzt erstmal bauen. Für das Schiff eine kleine Verbesserung. Jawohl. Das Nautische Institut ist fertig. So, und dann können wir erstmal Talent zuweisen. Jawohl. So, forschen. Können wir da was? Nein, natürlich nicht. Ich habe wieder kein Gold. Oh Gott, ich brauche 170 von diesen. Oh, schnell wurde. Okay. Oha, das kostet eine Menge Kohle. So langsam. Technisches. Wo war denn jetzt das Technische? Hier, ne? Ja, genau. Brauche ich 4.500. Ja, gut. Kann man halt gerade nichts machen. Okay, dann würde ich sagen, auf nach Quastenfloss. Hey, jup. So, unser eigenes Schiff, juhu. Und da vorne wartet natürlich alle Mann an Bord. Quastenfloss, wir kommen. Leinenlos, als Erfolg freigeschaltet. Fortbewegung per Schiff. Mit dem Schiff kannst du auch weiter entlegene Orte und sogar andere Kontinente erreichen. Auch so mancher Fluss ist per Schiff zugänglich. Drücke an einem Hafen oder einer Küste A, um von Bord zu gehen. An Stellküsten und dergleichen kannst du nicht den Anker werfen. Benutzt du einen Reisepunkt zum Reisen, reist deine Crew dir hinterher und liegt... dort an der nächsten Küste vor Anker. Aha. Ist recht schnell unterwegs. Welches Level hat denn das Monster? Das hat mich jetzt schon mal die ganze Zeit interessiert. Oh Gott, 29. Doch so viel. Muss ja riesig sein, das Teil. Ach nee, das ist... ah! Oha. Nice, fertig. Vor allem die neue Kampfarena. Boah, ist das hübsch. Echt hübsch, krass.
kann aber 100 Pro kann ich nicht. Überall gleich hin. Weil hier, da wo das Wasser so tief ist, glaube ich nicht, dass ich da lang darf. Ich darf 100 Pro bloß innerhalb von diesem, naja, wo wir halt jetzt sind, mit dem Schiff lang. Schade, ich hätte gedacht, ich komme nochmal irgendwie zur Stätte der Sonne. Vielleicht komme ich ja mit dem Boot nochmal dahin. Flugschiff, weil sowas wird es hier, denke ich mal, auch geben. Oha. Oh ja. Das geht schnell hier. Hey, was willst du denn? Kleine dumme Fee, du. Kannst du Zeug einsammeln? Ah, nein. Los geht's. Schade, doch nicht. Stimmt, wir haben ja Levelaufstieg und ich denke mal, dass wir da den Kampf-Equalizer wieder ein bisschen ausbauen können. Das sind ein Haufen Mobs, das ist Wahnsinn. 36 schon. Welche Stufe bin ich überhaupt? Ich weiß gar nicht, ich muss mal. Oha, guck mal. Ich muss mal gucken, welche Stufe ich überhaupt bin. Ja, Levelaufstieg. Alter, wie schnell die jetzt das Level aufsteigen. Das ist Wahnsinn. Halt, da noch. Oh. Ich glaube, ich habe wieder was vergessen. Okay, das wird mir automatisch gut geschrieben. Ist okay. Da haben wir irgendeinen Sturm. Jetzt muss ich mal gucken, welches Level bin ich denn? Ich bin Level 32. Naja. Kann man mal machen. So, schauen wir mal eben. Können wir noch was ausweiten? Das können wir ausweiten. Okay. Das geht nicht mehr. Hm. Machen wir hier noch ein paar Punkte rein. So, was nehmen wir denn? Na, machen wir hier bei Dämonen. Punkt mehr. So. Halt, da. Die Mobs nehme ich noch mit. Oh Gott, das war knapp. Oh Gott, ist der... Ah! Rechtzeitig rübergesprungen. Hoi, hoi, hoi. Oh komm, hier halt mich mal. Nice. Wenigstens ein bisschen Heilung jetzt die ganze Zeit. 400 Heilung oder so waren das gerade, ne? War nicht schlecht. Ja, yeah, Quastenfloss. Oha, da ist ein fetter Strudel. Du musst aufpassen, dass du da nicht reingerätst. Ach, Quastenfloss ist das hier. Ich habe gedacht, das ist vorne auf der Insel. Okay, interessant. Schauen wir mal. Ja, gerade so passt das da durchs Tor. Ih, das fette Auge da oben. Hiya. Quastenfloss, ahoi. Was für ein tolles Wetter hier ist. Na, oh. Ah, Sonnenwellengang ist nichts für Luftpiraten. Hm. Ein fremdes Schiff? Wir sollten Cecilius darüber in Kenntnis setzen. Yes. Ja, ich kümmere mich darum. Alright. Sind das Fischmenschen? Lasst uns zunächst herausfinden, wie wir eine Audienz bei Königin Nereida bekommen. Hm. Suchen wir uns doch einfach einen Vorwand. Wie war's mit einem Gastgeschenk? Das so leicht geht. Hoffentlich gibt es hier ein paar nette Leute, die uns weiterhelfen können.
Unwahrscheinlich, nach dem, was ich in den Aufzeichnungen vom Archiv gelesen habe. I will never understand why the people love you so, Leander. Weak, insipid man. But love you they do. Without you, I would be nothing. That is what they whisper, is it not? Without you, our nation. Seinen Wohlstand verdankt dieses Königreich allein eurer Majestät. Niemand weiß dies besser als ich. Aber wenn das Volk, ganz zu schweigen, andere Länder über diese Sache Bescheid wüsste, was würde dann geschehen? Hört, hört. Sag du es mir. Was würde dann geschehen? Irgendwelche Halunken würden nach eurem Land trachten, Leben trachten. Das ist Politik. Deshalb müssen wir ihre Aufmerksamkeit von der Königin auf den lästigen Störenfried lenken. Du wärst also dazu bereit, denn für mich zu opfern? Es ist mir zwar unmöglich, euch ehrwürdig zu vertreten, aber wenn ich mit meinem Leben das eure auch nur eine Sekunde verlängern kann, such a death would bring honor upon me. Es wird mein, nein, das Vermächtnis meiner ganzen Familie sein. Insipid you may be. Cecile, du bist zwar ein kauziger Kerl, aber du amüsierst mich. You are too kind, your majesty. Ist ja zu gütig, Majestät. Also, was wolltest du mir mitteilen? Yes. Es wurde gemeldet, dass ein Schiff aus dem Ausland eingelaufen ist. Es soll ein höchst ungewöhnliches Schiff sein. Vielleicht handelt es sich um Reisende oder Händler. Ich verstehe. Wer auch immer es ist, wir müssen dafür sorgen, dass sie sich an unsere Regeln halten. Die Einhaltung unserer Gesetze hat oberste Priorität. Aber das weißt du ja sicher, auch ohne dass ich dich daran erinnere, nicht wahr? By all means. Selbstverständlich. Dann wollen wir doch mal sehen, was dieses Örtchen so zu bieten hat. Genau. Hey there. Sagt mir Bescheid, wenn ihr Quastenboss verlassen möchtet, Majestät. Das Schiff ist jederzeit bereit, den Anker zu lichten. Geil. So, erstmal umgucken hier. Sieht eigentlich... Er hat so ein bisschen den Touch von Venedig, finde ich. Also jetzt hier vielleicht nicht, hier, obwohl wir gerade auf dem Steg stehen. Aber wenn wir jetzt hier, sag ich mal, die Kanäle langlaufen, in der Stadt, hat so ein bisschen den Anschein für mich. Oh, da können wir gleich mal einen Wegpunkt setzen. Hier haben wir ein glitzerndes. Was ist das denn? Nicht. Okay. Cecilio schwafelt immer nur von Sicherheit beim Fischfang. Dabei bringt eine etwas raue See die beste Beute hervor. Ich will erstmal. Ich will nicht. Nein. Hey. Jeder bleibt sofort stehen. In diesem Land muss sich ein jeder bei seiner Einreise einer Kontrolle unterziehen. Wie lautet eure Nationalität? Ist der Grund eures Besuchs wirtschaftlich oder privat? Wir sind aus Minneapolis und für eine Audienz bei Königin Nereda hier. Minneapolis? Von so einem Ort habe ich noch nie gehört. Und ihre Majestät trifft nicht einfach jeden. Schlagt euch das aus dem Kopf. Besonders bekannt ist unser Land wohl noch nicht. Passt bloß auf, bald werden wir unglaublich groß sein. Excuse me. Weiter im Text. Während eures Aufenthalts in Quassenfloss müsst ihr euch an die folgenden vier Gesetze halten. Oh. Gesetze? Erstens, füge anderen keinen Schaden zu. Zweitens, begebe dich nicht an gefährliche, hohe Orte. Drittens, werde nicht krank. Und zu guter Letzt, verliebe dich nicht. Was? What? Moment. Da kommt mir einiges merkwürdig vor, aber besonders das letzte Gesetz ist etwas... Was willst du damit sagen? Auf Liebschaften steht die Höchststrafe. Solange ihr euch hier aufhaltet, habt ihr unsere Gesetze zu befolgen. Das wäre alles.
Die Königin zu treffen wird also wirklich nicht leicht. Wir brauchen einen Plan. Noch wissen wir zu wenig über sie. Dann bleibt uns wohl nur eins, was? Ja, hören wir uns bei den Bewohnern um. So, jetzt erstmal hier. Hallo da. Nee, du nicht hier. Zack. So. Gut, dann hätten wir das. Und ich würde sagen, machen wir jetzt hier erstmal Schluss an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Ni No Kuni 2 wieder. Bis dann, wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.